Heyo Leute, da bin ich auch wieder, der Jörg zockt. Ich habe beim letzten Mal aufgehört mit meinem Schurken hier. Und der Trophy, das, hier ist die nochmal hier. Ja, irgendwas hier, es ist Steinwehr oder irgendwie sowas. Ja, habe ich eigentlich mir so überlegt, ist eigentlich Schmarrn, dass ich nochmal ein komplett neues Spiel anfange, weil die Klassen, so an sich, wie ich jetzt schon erfahren habe, eigentlich sich groß, außer in den Anfangsstats, nicht großartig anders spielen. Das heißt, ich kann eigentlich auch mit meinem alten Krieger weitermachen, was mir natürlich halbwegs zugute kommt, weil auch selbst da kann ich die anderen Klassen, also was mir in dem Fall noch fehlen würde, Kleriker und Schurke, mehr oder weniger auch durchmachen bzw. mitmachen, weil das nur davon abhängig ist, welche Anfangszauber man ausgewählt hat. Und da ich ja bei New Game Plus einen zweiten Zauber auswählen konnte, zählt das in dem Fall, was hatte ich da ausgewählt? Müsste der Schurke gewesen sein. Ja, also zählt der New Game Plus Run in meinem Fall jetzt hier als Schurke. So, und auch noch zusätzlich natürlich noch, habe ich ja natürlich mit dem hier schon jede Menge an Ausrüstungsgegenständen. Genau, das kann ich nur kurz noch nachgucken, welcher Zauber denn das hier war. Das waren jetzt hier, genau, die Täuschung, also Schurke. Genau, und bei New Game Plus Plus dann so gesehen, kann ich dann hier den Trost auswählen, was normalerweise für den Kleriker vorgesehen ist. Genau. Ja, und wie man hier sieht, da vom Inventar, beziehungsweise wenn man eventuell mal die anderen Parts angeguckt hat, sieht man natürlich, dass ich schon jede Menge hier eingesammelt habe. Was natürlich jetzt diesen zweiten Run bei weitem einfacher macht. Genau, so, ist alles erwähnt. Dann. Ja, wollte ich jetzt mal nochmal gerade hier mit diesem hier auch dieses Portal da noch machen. Vorausgesetzt, ich finde das jetzt. So. Schauen wir da mal. Wenn man natürlich auch jetzt hier sieht, im Gegensatz zu meinem Schurken von letztens hier mit meinem neuen Spiel komplett. Ja, fresse ich natürlich mit dem hier bei weitem fast gegen null Schaden. Mit meinem Schurken war ich ja schon nach zwei, drei Schlägen fast tot bei dem Gegner hier. Genau. Ich gehe jetzt gar mit Absicht hier nochmal zurück, wie gesagt, hier zu dem einen Herausforderungsportal, weil mir natürlich noch die eine Trophy hier fehlt. Ja, von wegen alle Herausforderungsportale abschließen. So, deswegen renne ich hier gerade nochmal zurück. Ja. Der lebt ja immer noch. So, jetzt nicht mehr. Es müsste hier lang gewesen sein. Ja. So. Was natürlich auch machen werde, da ich ja relativ viel hier von dem Gebet. Das durfte ich ja schon auf Maximum, glaube ich, haben. Und. Oh. So. Und dieses Rage. Werde ich natürlich versuchen, dieses hier noch voll aufzustocken, weil es nämlich relativ geile Attacken sind. So, und das ist eigentlich auch bisher die einzigen zwei waren, die ich großartig benutzt habe. Außer gegen die komischen Geister, ja gut. Genau, und hier ist dieses Portal. Da habe ich nämlich jetzt auch rausgefunden, dass man nach jedem Boss einen so einen Splitter kriegt, mit dem dann hier dieses Portal sich entriegeln lässt. Och nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Sterb. Stirb so. So, genau. Zack, da ist das Ding offen. Na, los. Gut. So, ah ja, genau, das war jetzt hier eh nur Free Loot. Ja, mal kurz mal hier alles einsackeln. So. Hier auch noch. Und, na, ich drücke dir anscheinend jedes Mal die Taste zu früh. So, passt. Das ist fertig. Ja, ich habe auch mittlerweile meine restlichen Trophäen hier einfach mal ausgedruckt. Auf hier, hört man ja vielleicht hier so, Hardcopy, also Oldschool Papier und so. Ja, wo ich das hier jetzt alles schön abhake. Auch von den ganzen Schatzkammern hier, welche ich ja, also hier diese Herausforderungsportale, welche ich da jetzt hier schon abgeschlossen habe und welche nicht, falls ich eventuell nämlich unterwegs irgendwelche vergessen sollte, mache ich natürlich vor dem Endboss mal kurz so einen kleinen Check-up meinerseits,
Und ja, dann werde ich halt dementsprechend nochmal zurückrennen, weil ich mir denken kann, dass die Herausforderungsportale in New Game Plus nicht so ganz so hart sind wie in New Game Plus Plus. So. Und ich dann anscheinend auch gehört habe, dass die Trophäen verbuggt sein könnten. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob das auf den aktuellen Patch hier auch zutrifft und oder nicht. Ich will es aber immer lieber nicht riskieren, weil sonst müsste ich ja definitiv nochmal ein Spiel von vorne machen. Tja. Okay, vom Prinzip her hätte ich da dagegen auch nichts, weil das Spiel schon relativ sehr nice ist. Aber ich meine, es muss ja auch nicht sein, ne, dass sie hier jetzt da 200.000 Spielstunden brauche, um die Gegner hier zu besiegen. Beziehungsweise um das Spiel auf Platin zu kriegen. Ja, genau. Ich merke auch hier gerade, dass ich mal wieder falsch gelaufen bin. Oh, nee. Fängt ja schon wieder gut an hier. Hey, warte mal. Hä? Ach ja, da. Oh mein Gott. So, nicht, dass der mir vom Rücken fällt. Bam. So. Aha. Genau. So. Ach ja. Den hätte ich schon doch fast vergessen hier. Diesen Vogel. So ist brav, immer schön auf den gehen. War ja fast klar, dass dieser hier nicht ganz so doof ist. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich schon die ganzen Schwerter umgeswitcht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich hatte ja das eine Schwert ausgerüstet, dass ich den... Nee, genau, war ja klar. Den Boss damit besiegen konnte für die andere Trophy-Beständigkeit, genau. Ich wundere mich hier schon. So, dann nehme ich lieber wieder das hier. Muss ich aber noch mal kurz hier gucken. Ne, war doch nichts. Gut. So. Wunderbärchen. Das Portal habe ich. Jetzt renne ich kurz erstmal noch hier runter. Da hier unten brauche ich nämlich einen Gegenstand. Ups. Naja, schon viel besser. Gab's hier noch irgendwas? Ne. Gut. Da unten müsste nämlich irgendwie so ein Splitter sein, was ich dann brauche, um irgendwie einen Geheimgang zu öffnen. Das werde ich jetzt gleich mal austesten, ob das tatsächlich auch so ist. Bald nachdem der Gott verbannt wurde, trennten sich die drei Männer, die nur als Gerichter bekannt waren, für immer. Mit Ausnahme des gemeinsamen Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise unterschiedlich. Drei Statuen wurden auf dem Platz der Richter erbaut, um ihre verschiedenen Wege darzustellen. Diese Statuen bewahren Geheimnisse, als wären sie ihre Herzen doch von Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden könnte ein solches Herz zum Schlagen bringen und nur eine unirdische Kraft herausreißen. So, und zwar ist er genau hier. Ja, wenn natürlich jetzt auch noch für die springen würde. Ja, genau, hier ist er. So. Und dieser Türschlüssel muss ich dann anscheinend ganz am Anfang links neben dem Treppenabgang benutzen können. Also das heißt, mal wieder zurückrennen hier. So, genau hier. So, genau hier vorne anscheinend. So, soll es hier irgendwo ein Podest geben? Ah! Okay, so, jetzt frage ich natürlich, ob ich das auch so hinkriege. Ja, wunderbar. So. Mächtiger Antanas, viel gibt es nicht zu finden über den hohen Kriegerrichter. Außer seiner außergewöhnlichen Willenskraft und Beharrlichkeit, durch die sein Geist und Körper lernten,
nie aufzugeben. Ah. Doch würde ich der Meer vom Rogar-Herrscher. Genau, spürt der Helden, oder war? Haben soll. Keinen Glauben oh. Ups, war doch ein bisschen hoch. So, mit dem Splitter der Helden kann ich bei dem zweiten Boss das Ding hier so triggern, dass der so eine Statue umhaut, was mir natürlich dann wieder eine Trophy beschert. Genau, das heißt, dahin geht's jetzt nur auch. Huch, na okay, das war jetzt nicht ganz so gewollt. Jo, ah, hier gehen wir auch nochmal rein. EP ist EP, ne? Batsch. Bam. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. So. War das hier auch nochmal sicherheitshalber, weil sie das doch nicht beim letzten Mal eingesammelt hätte. Wir müssen ein Versteck finden. Einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas. Ah. Wir werden uns auf den Weg machen. Bitte bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Jo. Wie man es gerade vielleicht gesehen hat. Oh nein. War hier so eine brüchige Mauer. Aua, aua. Ich hasse diese Spinne. So. Genau. Wie kommen wir ja mit Schildbash auf? Tür ist verschlossen. Okay. So, so normaler. So. Och nee. Au. Au. Alter. Okay. Die sind echt irgendwie krass. Aha. So, es weiß natürlich nur nicht, ob es hier irgendwo eine Tür aufgegangen ist oder war. Oh Mann. So, wunderbar. Was haben wir hier? Ach, menschlichen Schädel. Genau, dafür bräuchte ich ja eh auch 25 Stück insgesamt. Beim letzten, oder beziehungsweise beim ersten Durchlauf habe ich ja den Fehler gemacht, dass ich die Schädel zu früh abgegeben habe und danach nicht mehr zu dem hingegangen bin. Was mir natürlich in dem Fall keinen Gegenstand gebracht hat. Ach, guck mal an, da ist ja noch einer. Den auch noch fix mit. Okay, soviel zu dem Thema fix. So, jetzt aber. Hat ganz schön viel aus, die Bürschchen hier unten. So, was haben wir jetzt hier? Nichts. Ach ja. Ah, nice. Genau, hier unten hatte ich ja gerade die zwei Gegner hier besiegt. Und dann war hier ja die verschlossene Tür. Das ist jetzt in dem Fall hier. Ah. Okay. Na, das ist nur eine Statue. Ich habe schon gedacht, wieder so ein Schläfer. Oh nein. Hallo? Nein! Also irgendwie gehen die mir gewaltig auf den Piss hier. Hallo?
Mann. So. Genau. Machen wir hier gerade mal auf, wenn das zumindest geht. Nein, klar. Das wird er bestimmt auch nicht. Nein. Die Tür? Ah, die geht. Nice. Speicherpunkt und ein Gegenstand hier. Truhenschlüssel Haupthalle. Ja. Gut. Ach ja, da erstmal das hier, beziehungsweise guck mal nach. Oh ja, ist ja jede Menge hier. Nice. Genau, das ist die Rage. Das RAM werde ich auch wieder aufstocken, also sprich, brauche ich noch 2 Punkte und Level 18 an der Glaubensanforderung. Gut, dann schaue ich doch gerade mal. Das hier, Glaube 18. Okay, da bräuchte ich hier 2 Punkte. Die werde ich mir auch gerade schon einmal holen. So. Ja, Zauberpunkte. In dem Fall 2. Wunderbar. So, nicht, dass ich es vergesse. Ein hier und ein da. Wunderbar. Gut. Und alles andere geht ab. Ups. Ab sofort jetzt natürlich nur noch in die Attributpunkte. So. Wunderbar. Weiter geht's. So, allerdings. Oh nein. Hier, Alter. Ist die, meine ich das nur oder ist die größer? So, wie kommen wir jetzt da rein? Also ich tippe mal. So, soll ich das einfach mal hier mal ausprobieren? Stand der jetzt vielleicht gar nicht richtig drauf? Ach. So, jetzt aber definitiv. Okay. Ja, ob ich jetzt da reinkommen soll, aber trotzdem noch. Ach ja. Ich sollte vielleicht die Tür benutzen. Genau, geht das eigentlich hier bei diesen Spinnen? Lass mal kurz mal hier einen Halter reinballern. Ne, geht natürlich nicht. Schade. Ich wollte eigentlich gerade mal hier diesen Schildwäsch ausprobieren. Bam. So, down ist down, passt. Was haben wir jetzt hier noch? Gegenstand. Okay. Und hier ist da auch der Hauptpreis, nämlich eine Nadel in Faustwaffe. Nice. Ach, nochmal was. Ach, ein Hebel, okay. Alle Klärchen. Geht hier die Tür wieder auf. Oh, sonst gibt es ja hier wohl nichts, oder? Ne. Ne, das war's. Gut, gut. Also dieses Geräusch hier, ne? Das geht mal gar nicht. Hä? Was mich jetzt natürlich immer noch wundert, wieso die Tür hier verschlossen ist. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas anderes? Nee, das war jetzt hier nur zurück, genau. Nein. Jo. Ne? Nee, wohl nicht.
Tja, na dann. Wenn es sonst nicht gibt. Ah, das war genau die verschlossene. So, richtig, hier wieder raus. Ha. Wo sind wir denn jetzt hier stehen geblieben? Ah ja, richtig, hier Richtung zweiter Boss. Oh.